Teil 2, Opi hat den psychischen Furz rausgelassen, entfleucht, ne? Und jetzt geht es mir besser. Und die Vertigo, das ist ja die Erscheinung, ist ja der Schwindel auf Deutsch, heißt im Lateinischen, im Romanischen heißt es, feminin ist das da. Und das, hier passiert nichts, da falle ich nicht runter. Also das Umfallen im Leben kann man ja körperlich interpretieren oder psychisch. Und der psychische Furz, den habe ich jetzt mal entlassen. Aber was passiert heute? Ich habe ja einiges schon gesagt, mir geht viel durch den Kopf. Ich sage jetzt auch nicht mehr so viel, weil ich muss jetzt ein bisschen ruhen und noch bis hell wird. Hier ist nämlich dunkel. Hier bin ich in Weilerstadt, hallo. In Weilerstadt ist noch dunkel, weil wir haben jetzt die dunkelste Zeit faktenorientiert. Das ist immer am besten, das funktioniert am besten. Du weißt ja immer alles besser als jeder andere, heißt es dann. Nein, das ist falsch übrigens. Ich habe das halt studiert leider und dann wird gelacht. Ne? Also das finde ich nicht gut, weil das ist gar kein Witz. Ne? Also Witze mache ich viele. Gewisser Humor, ein britischer Humor ist ganz gut, beißender Humor. Die Briten kokettieren mit dem Tod. Ne? Und das gefällt mir gut, dass es einen britischen trockenen Humor gibt und auch entsprechende Bilder. Heute musst du ein Katzenbild dazu posten oder von deinem Essen, was gerade hinten rausgekommen ist und gebrannt hat. Ne? Das war jetzt nicht der Fall, das war jetzt wieder der Spruch. Da hat es überhaupt nicht gebrannt, weil das brennt vorher, das brennt also häufiger, brennt zweimal, sag mal. Scharfes Essen brennt zweimal oben und später nochmal unten ein paar Stunden. Das stimmt tatsächlich. Opi hat ja gerne auch scharf gegessen in seinem Leben und ein gutes Leben hinter sich gebracht, auch mit der einen oder anderen Erkrankung, mit der einen oder anderen Partei. Ne? Das ist ein bisschen lustig. Hat mal eine gesagt, die schon längst tot ist. Die war eine sehr angenehme Frau, an die kann ich mich gut erinnern. Die liegt auf dem Friedhof in Döffingen. Ne? Das ist gar nicht so weit weg von hier. Das war eine sehr angenehme Frau. Ich möchte sie nicht outen, aber das hat die mal zu mir gesagt. Und das prägt sich ein bis zum Lebensende. Warum warst du in 3 verschiedene Parteien in deinem Leben Mitglied? Und ich lebe ja noch, also bin ich noch Mitglied. Heißt es richtig, korrigierterweise, grammatikalisch. Das will ich gar nicht erläutern, das wissen Sie ja längst. Aber was ich nicht wusste, das fand ich ein bisschen gemein. Der zweite Schlaganfall, der erste Mitte Juni, der zweite Mitte Juli. Dann erst in Sindelfing und erst im August, Mitte August, in Bad Wimpfen, kam mir der Begriff Hemianopsie unter. Also ein Monat nach dem zweiten Schlaganfall, wo der Wortschatz schlecht war, am Anfang jedenfalls, und dann, das merkt man nicht oder so, hat sogar einer gesagt, ich habe selber selbstverständlich gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, aber den Begriff kannte ich nicht. Und dann wurde ich hellhörig, da stand nämlich auf dem Zettel und dann habe ich einen gefragt, hier steht Hemianopsie, was ist das eigentlich? Und dann hat der gelacht oder sie gelacht, ich weiß gar nicht genau, was das war, oder drittes Geschlecht oder viertes oder fünftes Geschlecht, das Geschlecht ist ja neutral, das grammatikalisch wäre jetzt neutral, drittes Geschlecht ist neutral, in der Sprache, in meiner Sprache. Und dann hat die oder der gesagt, ja, das ist ein Begriff aus der Medizin, also latrinisch, lateinisch oder altgriechisch oder so irgendwie. Das sei eine Sehstörung. Was glauben Sie, warum Sie hier am Computer sitzen jeden Tag? Im Rollstuhl sitzen, total verschwitzt, ohne besondere Motivation und Lust und Laune. Habe ich das gemacht? Warum habe ich diese Sehtest gemacht? Jetzt kommen die Pointe zum Schluss, weil die Frauen schön waren, die das durchgeführt haben. Das hat mir gefallen, wie die mit mir gesprochen haben. Also die haben zwar gelacht, ja, das war gut, weil der Wortschatz war ein bisschen komisch noch damals. Wo ich diese Sehtest gemacht habe am Computer, drücken sie auf diesen Knopf. Das habe ich gewusst, also dass man auf den Knopf, sie müssen nur die Lasche durch den Nippel ziehen. Das war ja der Lachsack da mit der Gitarre in der Hand, die Lasche durch den Nippel ziehen. Also wenn Sie den Büstenhalter, der ist ja hinter der Frau, nicht vorne. Also es gibt auch den Büstenhalter vorne bei der Frau, der geht dann nach rechts und links, wenn du Glück hast, fällt er von alleine runter, der Büstenhalter und die Brust auch. Ne?
Da habe ich nie gelacht. Wenn die Brust runtergefallen ist, das ist ja die Erdanziehung. Das habe ich ja studiert zum Glück, ne, dass Körper sich anziehen. Also nicht nur die zwei Körper, die zum gemütlichen Teil übergehen könnten, sondern auch der Büstenhalter und die Brust selber. Fallobst heißt das. Ne? Es gibt ja verschiedene Obstsorten. Also A wie Apfel, also der Büstenhalter, B wie Birne und F wie Fallobst. Ne? Das gibt es tatsächlich, ist aber keine Beleidigung, ist ein Witz. Ne? Weil bei mir hängt ja auch was runter. Ne? Und wenn man dann am Strand, im FKK-Strand haben wir Volleyball gespielt, das ist wirklich passiert in Spanien, da war ich dabei. Und beim Mann springt also das Ding da immer so, ich mache mal eine typische Handbewegung, Robert Lemke, ne? Das Geschirr, habe ich immer gesagt, das sind ja drei Teile. Bei mir sind es drei Teile, das dürfen Sie wissen. Die Größe will ich jetzt mal nicht definieren. Also es gibt ja die mit der Morgenlatte, Chromola, habe ich vorhin gesagt. Die haben also so ein langes Geschlechtsteil da unten. Aber da kommt es nicht so an. Ne? Also das erbeugt vor. Ne? Also es kommt nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Ne? Die Quantität ist also die Länge. Es kommt auch aus dem Lateinischen. Neulich hat jemand gesagt, wann waren das gestern? Nicht so viel Fremdwörter. Ne? Also wenn du mit einfachen Menschen sprichst, benutze eher deutsche Sprache ohne Fremdwörter. Das kann ich auch. Ne? Also ich kann auch sagen, die Länge, ne? Der Lange. Der Große war nämlich ein Langer in Wirklichkeit. Von der Körperlänge, nicht von dem Glied. Ein Glied heißt ja Penis auf Penis, ist glaube ich Latein oder Griechisch, ne? Wahrscheinlich Latein. Aber jetzt Quantität, Qualität, er beugt vor, weil Qualität heißt, er ist fleißig. Ne? Und fleißig wäre ja schon ein süchtiges Verhalten, das bin ich ja nicht. Also das ist Quatsch, das hat man mir immer unterstellt. Der will, das sollte man ja nicht sagen, das Wort. Ne? Wenn die Enkelkinder das Wort sagen, sagen die Eltern, hey, wo ist das jetzt her? Ne? Und ich habe erläutert, also im amerikanischen Fuck ist sei eigentlich keine Beleidigung, auch sei ein Schimpfwort. Shit und Fuck, sagen die Amerikaner am Telefon zu mir und ich, ja, wieso das? Und zu den Amerikanern habe ich gesagt, manchmal, nicht immer, aber wahrscheinlich sprechen sie besser Deutsch als ich amerikanisch. You speak better German, I think, than I German. No, sir. Das wäre die Satire wieder gewesen, aber so ähnlich. Aber es ist doch im Rückblick schon erschreckend, dass der Wortschatz, das war das Schlimmste, dass der so eingeschränkt war, noch über längere Zeit. Ne? Also die, das habe ich ja schon erklärt mit der E-Funktion, das kannte ich zum Beispiel viel schneller. Also ich konnte Englisch schneller als Deutsch, glaube ich. So war das. Das ist ja erschreckend. Warum kann der plötzlich, warum spricht er plötzlich? Das habe ich ja schon erlebt. Ich sage in die Jahreszahl, das muss 1977 oder so. Plötzlich spricht die eine andere Sprache. Also die heute Ärztin ist, die meine ich jetzt. Petra ist ja griechisch. Petra, hat er gesagt, griechisch, das heißt der Fels in der Brandung. Fels, weiß ich auswendig. Wieso weiß der, was Petra heißt? Petra, dass das griechisch ist. Und kann aber nicht richtig reden, weil ihm der Wortschatz fehlt. Weiß ich doch nicht, habe ich gesagt. Was haben Sie? Was hast du? Weiß ich auch nicht. Wie geht's Ihnen? In die war ich wirklich verliebt. Ne? Das habe ich ja gesagt. Aber man muss nicht jedes Mal, wenn man verliebt ist, gleich ins Bett gehen. Ne? Also jetzt haben wir mal was Ernstes zum Abschluss. Gehen Sie nicht gleich ins Bett, sondern überprüfen Sie mal. Das hat ja der Martin Luther gesagt. Sündige tapfer, aber bedenkt stets die Konsequenzen. Martin Luther war gar nicht so schlecht. Man unterstellt ihm ja Antisemitismus, kann man tun. Gibt ja Schriften, wo es vielleicht drinsteht. Aber das hat mir einer gesagt, da waren viele Antisemiten damals, wo der Martin Luther aufgetaucht ist und hat gemeint, er bringt jetzt da die Prothesen, die 99 Prothesen. Das war falsch, der ist falscher Begriff, ist auch griechisch, Prothese muss griechisch sein, weil ein Haar drin ist. Ja, das hat mich doch auch nachdenklich gestimmt, was der Kopf alles so aushält. Und da dachte ich erstmal an den Krieg, wo bist du oder wo bist du am Krieg. Aber 10 Minuten sind erreicht
und tschüss.